Stell dir vor, du würdest eines Tages aufwachen und feststellen, dass du ein Multimillionär bist. Was würdest du als erstes tun? Vielleicht dein Traumhaus kaufen? Oder ein superschnelles Auto? Oh, ich weiß, vielleicht eine Yacht? Aber weißt du, nicht jeder hat die gleichen Wünsche. Einem Hausmeister gelang es, mit seiner Intelligenz und seinen Investitionen allen das Gegenteil zu beweisen. Als er 92 Jahre alt war, war er 8 Millionen schwer und hat es ganz allein geschafft. Seine Geschichte ist jedoch eher ungewöhnlich. Wir denken normalerweise, dass Menschen mit weniger Geld von dem luxuriösen Lebensstil träumen, den wir in den sozialen Medien sehen. Das große Haus, die riesigen Pools, die vielen Garagen voller Sportwagen und endlosen Urlaub. Aber einige Menschen sind mit dem zufrieden, was sie haben und schaffen es, glücklich durchs Leben zu gehen. Bevor ich weitermache, habe ich eine Frage an dich. Wenn du ein Millionär wärst, was würdest du mit deinem Geld tun? Würdest du etwas spenden? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Nun, zurück zur Geschichte. Ronald Reed wurde am 23. Oktober 1921 geboren. Er wuchs mit seiner Familie in einem winzigen Haus in Vermont auf, wo sie eine Farm betrieben. Als Kind liebte Ronald Reed die Schule. Er lief jeden Tag etwa 6 Kilometer zu seiner Schule in Brattleboro. Bis zu seinem Abschluss legte er jeden Tag in der Woche dieselbe Strecke zurück. Tatsächlich war er 1940 der Erste in seiner Familie, der einen Schulabschluss erhielt, was damals eine große Leistung war. Danach trat er für 5 Jahre in die Armee ein. Aber 1945 war er wieder in Brattleboro und bereit, sein Leben weiterzuführen. Nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt begann er sofort als Tankwart an der Tankstelle von Havilland zu arbeiten. Er arbeitete die nächsten 34 Jahre an derselben Tankstelle. Um 1979, als er etwa 58 Jahre alt war, war es Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Aber er konnte es einfach nicht. Er wollte weiterarbeiten und beschäftigt bleiben. Wie man so schön sagt, ein weiterer Tag, ein weiterer Euro. Als seine Zeit als Tankwart vorbei war, bekam er einen Teilzeitjob als Hausmeister im örtlichen Kaufhaus. Dort arbeitete er weitere 17 Jahre. Aber wisst ihr, unser Freund Ronald hatte ein Geheimnis. Er war nicht nur ein stiller Arbeiter, sondern auch ein stiller Investor. Wann wurde Ronald also zum geheimen Millionär? Woher wusste er, wo er investieren musste, ohne zu scheitern? Darauf werde ich gleich eingehen. Seien wir ehrlich, Leute, um herauszufinden, wie man an der Börse investiert, ist eine Menge Recherche erforderlich. Zunächst einmal sollten wir uns mit seinem Lebensstil und seiner Arbeitsmoral befassen. Ronald war ein sehr privater Mensch. Er liebte es, Holz zu hacken und seinen gebrauchten Toyota Yaris durch die Stadt zu fahren. Außerdem sammelte er leidenschaftlich gerne Briefmarken und Münzen. Er ist das, was man als sehr bescheidenes Individuum bezeichnen würde. Tatsächlich sagten die meisten Leute, die aus seiner Stadt befragt wurden, dass Herr Reed niemanden wie ein Typ mit viel Geld erschien. Alle Anwohner waren schockiert, als sie von seinem Vermögen erfuhren. Seine Anwältin hatte jedoch einen gewissen Einblick in seine Situation. Der Grund, warum niemand glaubte, dass dieser Mann reich war, lag in der Art und Weise, wie er sich kleidete und mit Geld umging. Als Ronald sich später in seinem Leben an seine Anwältin wandte, nahm diese an, dass er nicht viel Geld habe. Er trug einen etwas abgetragenen Mantel, ein normales Flanellhemd und eine alte Baseballmütze. Er war mit der Liebe seines Lebens verheiratet, die er bei der Arbeit an der Tankstelle kennengelernt hatte. Sie und ihre beiden Kinder zogen in ein Haus, das Ronald für $12.000 gekauft hatte. Sie hatten nie eigene Kinder, aber Ronald liebte seine Stiefkinder, als wären sie seine eigenen. Er half ihnen, die Hochschule zu absolvieren und bezahlte ihre Ausbildung, da dies etwas war, an das er fest glaubte. Ronald hatte auch ein großartiges Verhältnis zu den Menschen, mit denen er arbeitete. Aufgrund seines Auftretens nahmen einige seiner Kollegen an, dass er finanzielle Hilfe brauchte. Als sie jedoch versuchten, es ihm anzubieten, lehnte er höflich ab. Ronald war einfach ein sparsamer Mensch. Selbst im Alter von etwa 90 Jahren zog er es vor, weit weg von seinem Zielort zu parken und zu Fuß zu gehen, anstatt für das Parken zu bezahlen. Eines der Dinge, die er am liebsten täglich tat, war der Besuch der Cafeteria des örtlichen Memorial Krankenhauses. Er ging jeden Morgen hinein und bestellte eine Tasse Kaffee und einen Muffin mit Erdnussbutter. Er saß immer an derselben Stelle, trank seinen Kaffee, bezahlte das Essen und zog dann wieder los. Er trug einen alten Wintermantel, der im Verschluss mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde. Leider wurde die Krankenhauscafeteria einige Jahre später geschlossen und Ronald suchte sich ein neues Café. Daraufhin entdeckte er Friendly's und begann dort zu frühstücken.
Zufällig war der Entwicklungsleiter des örtlichen Krankenhauses ein Stammkunde in diesem Café und riet Ronald zu einem Besuch in der nahegelegenen Bibliothek. Als Ronald davon hörte, funkelten seine Augen. Er bekam seinen Bibliotheksausweis und begann jede Woche Stapel von Büchern auszuleihen und sie mit Begeisterung zu studieren. Tatsächlich verliebte er sich in eine ganz bestimmte Zeitung, das Wall Street Journal. Ronald liebte es, in die Bibliothek zu gehen, also fuhr er immer dorthin oder bat eines seiner Stiefkinder, ihn zu begleiten. Er verbrachte stundenlang damit, sich über den Aktienmarkt und Investitionen zu informieren, bis er in der Lage war, zu erkennen, in welche Unternehmen er sein Geld investieren sollte. Hier liegt das Geheimnis, wie er heimlich sein Vermögen erwirtschaftet hat. Er war ein wahrer Meister im Auswählen von Aktien und im Studieren des Aktienmarktes. Er fing klein an, bis sein Bankschließfach zu einer ständig wachsenden Masse von Aktienzertifikaten wurde. Er teilte sein Geld in Kategorien ein und investierte anschließend weniger Geld in verschiedene Unternehmen, anstatt mehr Geld in weniger Unternehmen zu investieren. So blieb sein Geld sicher. Und wenn etwas schief ging, wäre es nicht allzu verheerend, weil der Betrag, den er verlieren würde, unbedeutend wäre. Er begann seine Investitionen einige Jahre, nachdem er als Tankstellenangestellter angefangen hatte und hielt eine ganze Weile an mehreren Unternehmen fest. Das half ihm, sein Geld zu vermehren. Er investierte auch in Unternehmen, die beträchtliche Dividenden oder Boni für den Laien ausschütteten. Daher konnte er dieses Geld zum Kauf weiterer Aktien verwenden. Ronald war kein technisch versierter Typ. Daher konzentrierte er sich weiterhin auf Unternehmen, über die er in den Büchern der Bibliothek las, die er sich auslieh. Als er starb, hatte er mehr als 95 Aktien, die sich auf verschiedene Branchen verteilten, wie zum Beispiel Telekommunikation, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Eisenbahnverkehr und öffentliche Versorgungseinrichtungen. Niemand in seiner Familie wusste, wie viel Geld er hatte oder wie groß sein Vermögen war. Sie nahmen an, dass sein Hausmeistergehalt kaum ausreicht, um durchzukommen. Als er älter wurde, begann sich seine Gesundheit zu verschlechtern und er wurde im selben Krankenhaus eingeliefert, in dem er sein tägliches Frühstück zu sich genommen hatte. Damals stellte er die Anwältin ein, die ihm bei der Abwicklung seines Erbes helfen sollte. Er gab seinen beiden Stiefkindern und einigen Freunden etwa 2 Millionen Dollar und spendete 4,8 Millionen Dollar an das Brattleboro Memorial Krankenhaus. Außerdem spendete er 1,2 Millionen Dollar an die Bibliothek, in der er immer gelernt hatte. Ronald wollte im Schatten bleiben, aber gleichzeitig wollte er für sein Werk und seine Taten anerkannt werden. Einmal hatte er ein Gespräch mit einem Freund und er sagte ihm, wäre es nicht schön, wenn mein Name auf einem Gebäude stünde? Aber gleich danach bereute er es und sagte, nein, und schüttelte den Kopf. Eines der wichtigsten Dinge, die er tat, war, der Gemeinschaft und den Menschen, mit denen er sein Leben verbracht hatte, etwas zurückzugeben. Dem Krankenhaus, in dem er sein Frühstück gegessen hatte, der Bibliothek, in der er den Aktienmarkt studierte und seiner Familie, die er liebte. Unterm Strich, Ronald war ein reicher Mann und zwar nicht nur in Bezug auf Geld. Hey, wenn ihr heute etwas Neues gelernt habt, dann gebt dem Video ein Gefällt mir und teilt es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die euch sicher gefallen werden. Klickt einfach links oder rechts und bleibt auf der Sonnenseite des Lebens.